Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Let's Play Gothic 1 auf der Nintendo Switch. Jo, letzte Folge haben wir ja die Klosterruine hier erreicht und ja, unser Buddy Gorn steht noch hier draußen und den lassen wir jetzt rein und quatschen mal mit ihm. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. In meinem ersten Run habe ich aus irgendeinem Grund dieses Loch hier nicht wahrgenommen. Und da gibt's ja einen coolen Glitch. Und zwar, wenn man ziemlich nah an die Wand läuft. Wow, wow, habt ihr das gesehen? Oh, 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 oh. Gorn, mach was. Warum kann ich eigentlich meine Waffe nicht beim Laufen ziehen? Das ist echt nervig. Ja, auf jeden Fall, wenn man an die Wand hinglitscht, dann und dann sich zurückverwandelt, ist man meistens auch im Inneren. Und ich dachte echt so, was ist denn das für ein bescheuertes System, so die Zauber zu wirken. Aber gut. Ja, mit 11 ist man halt doch noch ein bisschen naiv. Kommst du hier denn jetzt her? Warum spawnen die so aus dem Nichts heraus? Da oben geht's zur Fokusplatte, aber da ist nichts. Ich möchte trotzdem mal reingucken. Vielleicht geht's zu irgendeinem Boni oder irgendwas. Was passiert jetzt? Ah ja. Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Ja, das stimmt. Okay. Dann, ich weiß nicht, ob ich da hinten mal hingucken sollte. Wir müssen auf jeden Fall in diese Höhle hier rein, in der Ruine. Da kletter ich mal da oben hoch. Also einen Weg dazu gibt's ja. Komm, schauen wir mal. Dafür sind wir ja da. Hey. Ich glaube, ich bin hier oben noch nie gewesen oder wenn dann einmal. Gibt's hier irgendwas? Was ist denn da hinten? Da ist eine einsame Truhe. Mal testen, ob wir das schaffen. Wow! Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay. Dieser Weitsprung. So unrealistisch. Naja, okay. Dann holen wir uns jetzt mal den Fokusstein. Ups. Weiß bloß nicht, was wir dann als nächstes machen. Ob wir dann in die Bergfestung gehen oder in die Trollschlucht. Das entscheide ich dann aus dem Bauch heraus. Wie gesagt, mein Plan von gestern, der steht ja noch, dass ich zuerst zur Riordrian zurück möchte, um mir noch solche Geschwindigkeitstränke zu holen. So. Nicht auch ein Schattenläufer? Ja, da ist er. So, mein erster Schattenläufer in diesem Run.
Ladehemmung. Gut, dann mache ich das mit Gorn. Aber der Glitch bestimmt wieder da hinten irgendwo fest. Und ein bisschen was essen wäre auch nicht verkehrt. Brauchen wir mal gerade die Heilpflanzen auf. So. Hey. Okay, du bist auf Gorn. Ihr Keulenfleisch, nicht schlecht. So. Da wären wir. Ist da noch was Interessantes? Ziemlich viele Zauberspruchrollen zur Verwandlung. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Gut, das ist schön von dir. Das war so klar. Ich freue mich schon aufs nächste Kapitel mit dir, mein Freund. Also, es ist echt eine Geduldsprobe hier mit dem Kerl. Und auch echt schade, dass das hier in diesem Port nicht beseitigt wurde, muss man ganz klar sagen. Also, das habe ich eigentlich echt gehofft, dass da hier nachgebessert wird. So, da ist er ja schon. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Bisschen overacted. Was ist das denn? Erinnere mich an die eine Szene vom Full Metal Jacket. So, was holen wir mal den Bobbers hier? Wow, hey, 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 hey. Wie groß ist denn bitte die Hitbox? Warum schwebst du jetzt in der Luft? Komm, Gorn. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Mach es gut. Aber komm, sowas ist doch echt unnötig. Das ist echt unnötig. Ich kann unten drunter gehen. Naja. Aber irgendwas da nehmen? Nee. Gut. Dann... gehen wir jetzt mal zu Sathuras und geben unseren Fokusstein ab. Unsere zwei Fokussteine. So, okay.
Warte mal. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm der Söldner war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der 2. Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Mhm. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Das machen wir. So, dann quatschen wir mal mit Riordrian. Hey du. Riordian, nicht Drian, okay. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Alle. Zeig mir deine Ware. Ah, perfekt. Dauer 1 Minute, da kaufen wir doch jetzt mal... Hey, hey, hey. Er hat sogar die für 2 Minuten. Nehmen wir lieber die. Den brauchen wir erstmal nicht. 900 Tacken willst du dafür? Sportlich, sportlich. Den hebt man nochmal auf, dieses Amulett. Das kriegst du noch, das bekommst du noch. Hier, nimm mal ein paar Crawler-Eier. Und für die 40, was nehmen wir da noch? Komm, nehmen wir da noch so einen Mana-Trank. Passt. Gut. Dann würde ich sagen, ist unser nächster Weg jetzt erstmal... Der nächste Weg ist jetzt ins alte Lager, um bei Scorpio unseren Armbrustkampf zu perfektionieren. Und von da aus haben wir es dann auch nicht weit zur Trollschlucht und da möchte ich als nächstes hingehen. Genau, machen wir es so. Das, glaube ich, ist der sinnvollste Weg jetzt. Ich bin gerade am Überlegen, wie viele Folgen es wohl noch werden. Ich bin jetzt bei Folge 11 und ja, ich würde schon sagen, dass wir weit über die Hälfte sind. Wir haben jetzt noch 3 Kapitel vor uns. Mal gucken. Jetzt gehen wir mal da unten entlang. Nehmen mal noch ein paar Viecher mit. Ja, diese Goblins, die sollten auch kein Problem mehr sein. Ach, dann haben wir noch vorgeschwächt. Ein Schlag und weg. Und jetzt sind wieder einkesseln hier. Sehr schön. Ich nehme mich noch mit. Je mehr Erfahrungspunkte, umso besser. Umso schneller können wir auch noch den Zweihandkampf lernen. Okay. Da hinten war ja jetzt dieses, was ich meine, das ist noch... Ich gehe ganz normal ins Wasser und der macht so einen Bauchplatscher, ey. Genau, da waren ja die 2 Wegelagerer. Wo ich mir noch ziemlich sicher bin, dass die neu ins Spiel gebracht wurden. Wenn wir schon im Burghof sind, probiere ich nochmal die schwere Gardistenrüstung zu kaufen. Wobei ich jetzt aber da ja nicht sehr optimistisch bin. Aber vielleicht geht's ja. Wäre schön. Bequatscht, du dachtest,
wäre schon lange geklärt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gar nichts dazu. Aber erstmal mit Scorpio reden. Hey du. Für Gomez. War doch klar, dass das Ärger gibt. Zeige mir mehr über den Umgang mit der Armbrust. Kostet dich 300 Erz. Boah, Geizkragen. Lass uns direkt anfangen. Gut. Du bekommst mehr Treffsicherheit und Ruhe, wenn du beim Schuss in die Knie gehst. Lerne die Geschwindigkeit von beweglichen Zielen einzuschätzen. Schieß in die Laufbahn des Zieles. Dann wirst du es treffen und es dadurch auch in seiner Bewegung aufhalten. Wenn du mehrere Ziele hast, dann verschwende keine Zeit, sondern nagel alle Ziele mit gezielten Schüssen fest und strecke sie abwechselnd nieder. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Sehr schön. Wenn du meinst. War nicht besonders schlau. Gut, dann schauen wir nochmal zu Stone. Ich halte mich da lieber ich raus. Dachte, ich habe da meine Erfahrungen und es wird nicht so hilfreich. Aber klar, dass das nicht war. So, Stone. Hey du. Gib mir jetzt bitte die Rüstung. Für Gomez. Wenn die. Ich möchte eine. Nur die höchst. Wer. Dann eben nicht. Dann nehmen wir halt nochmal so einen Trank und ab zur Trollschlucht. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Kann schon sein. Diese Armbrust ist schon echt riesig. Kann nicht alles glauben, was man lieber raus. Krass, wie die Arme durchglitschen. Wenn man mal überlegt, das ist ja aus Holz und Metall und wahrscheinlich ist es ja ein robustes Holz, also ich gehe mal von Eiche oder irgendwas aus. Überleg mal, wie schwer das Ding sein muss. Das muss doch mindestens 30 Kilo wiegen und das trägst du dann die ganze Zeit mit rum. Ja klar, man braucht doch eine gewisse Stärke, um das zu tragen, aber nee, in Gothic 1 ist es ja Geschicklichkeit. So, da oben hat unser Abenteuer begonnen und gleich parallel dazu ist die Orkschlucht. Quatsch, die Trollschlucht. Gut. Ja, aber er macht besser Crits. Perfekt. Da fällt mir auch ein, wenn wir schon hier sind. Da oben ist Diego. Und da ist dann noch ein Lager. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Vielleicht haben wir da ein paar Interaktionsmöglichkeiten. Weil in der ursprünglichen Version konntest du hier oben ja nichts machen. Ah ne, die greifen uns gleich an. Wow, 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 bleib locker, mein Freund. Ja, aber hier kann man scheinbar auch nichts machen. Aber es gibt eine coole Mod, die nennt sich Vergessen ist nicht vergangen. Warum hänge ich jetzt fest? Was war das jetzt? Ah ne, dann quatscht mich Diego an. Erstmal hinterm Baum und mal durchschnaufen. Ja, es gibt diese coole Mod, Vergessen ist nicht vergangen. Da interagiert man ein bisschen mit diesem Lager und erfährt was zur Hintergrundgeschichte. Also natürlich ist das alles rein fanmade und keinesfalls kanonisch zu sehen. Aber trotzdem schön, die Geschichte, und man ist auch schnell durch. Also ich glaube, ich habe keine 10 Stunden an dieser Mod gesessen. Und das ist auch mal ganz angenehm. Spielt halt komplett im alten Lager und du kannst ein bisschen außen rum gehen. So. Wir sprechen uns jetzt noch. Ah, ein Schuss und weg. Ich glaube, da oben sitzt auch einer, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, dann nehmen wir uns wenigstens so ein paar XP noch mit. Getroffen.
Aber ihr realisiert es noch nicht so, dass ich von oben runter schieße, oder? Ich kann auch das Ziel nicht wechseln. Das ist auch ein bisschen komisch. So, ja. Perfekt. Wieder ein Stufenaufstieg. So. Gucken wir mal runter, was wir da noch finden. Es könnte aber sein, dass da um die Kurve noch einer steht. Quentin, so hieß der. Du bist wirklich lebensmüde vor Zeugen. Ja, und du hättest besser mal schießen sollen, dann hättest du mich auch bekommen. Naja, nehmen wir es doch mal mit. Hier haben alle Tränke und Langbögen. Kann man wieder verkaufen. Ja, ich glaube, dass da mal was geplant war. Garantiert. Dass da mal irgendwie Interaktionsmöglichkeit im Raum stand. Aber wir wissen ja alle, dass Gothic oder jedes Gothic irgendwie kein fertiges Spiel ist. Dass das auch unter großem Zeitdruck oft mal entstanden ist. Und ich glaube, da wurde einfach zu viel gekürzt. Unter anderem dieses Lager. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand eine Mühe macht, einfach hier so ein Lager reinzustellen und dann sogar noch einem einen Namen zu geben, Quentin. Und man kann dann nicht mit ihnen interagieren. Kann ich mir irgendwo nicht vorstellen. Aber gut, was weiß ich schon. Ist hier auch noch was? Nee. Okay. Dann knallen wir uns noch zwei Tränke rein und sprechen mit Diego. Jetzt müssten wir, glaube ich, 20 Erfahrungspunkte haben. Für Zweihandkampf, wenn wir den lernen wollen, brauchen wir einmal 30 und einmal 40. Ja, schaffen wir locker. Zum Ende des Spiels auf jeden Fall. Ich räume, glaube ich, noch aus. Söderle. Nochmal speichern. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Die werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Ja, schieß mal sie halt auch über den Haufen. So, aber wo ist jetzt der Troll? Ach, da hinten ist er. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit mit Monster schrumpfen. So, hier diese Schriftrolle, die wir gerade gefunden haben. Damit wird er klein und einschlag und er ist weg. Ich möchte allerdings diese Spruchrolle. Moment. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Okay, sehr gut. Denn ich würde den Troll händisch erlegen. Das geht. Dauert zwar vielleicht ein bisschen, aber naja. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Warum schießt du jetzt nicht? Oh Mann, ist das nervig manchmal. Also. Warum hast du die Waffe weggesteckt, Diego?
Wow, 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 hat den Diego jetzt weggefetzt. Alter Schwede. Alter Schwede. So. So, Arsch her. Oh. Hab ich jetzt ein bisschen Schaden gemacht? Ja, man macht den Schaden, das ist schon mal gut. Das fühlt sich so an wie früher, wenn man was anstellt, die Mutter mit dem Kopf mitbekommen ist. Links, rechts, links, rechts. Sag mal, mache ich überhaupt Schaden? Bam, bam, bam. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Jawohl, Meister. Das speichern wir auch gleich mal. Und zwar... Diese ganzen Nagelkeulen, dass ich jetzt da, oder Streitkolben, dass ich jetzt liegen. Wir müssen auch mal ein bisschen an den Rücken unseres armen Helden denken. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. Aber kannst du ein bisschen schneller laufen, bitte? Ah, lasst er den Boden ab und dann sollte es gehen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Warum machst du es nicht gleich auf? So, hallo ihr Süßen. Komm, Diego, schieße mal über den Haufen. Sterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Ah, schon wieder dieser Fokus. Der geht nicht von Diego weg und ich kann leider auch irgendwie nicht den Gegner, den Fokus switchen. Naja. So, dann schauen wir mal bei die Schreihälse vorbei. Ich glaube, ich nehme da wieder die Armbrust dazu. Warum kann ich jetzt nicht mehr schießen? Das ist so nervig. Und dann das nächste Problem. Er will die Waffe wegstecken, aber wenn ich einen Schlag bekomme und diese Animation unterbrochen wird, dann keine Chance. Ah, aus der Drehung mit meiner wunderbaren Rückhand. So, mal einen Trank nehmen. Die haben doch ein paar Kratzer bei uns hinterlassen. Drei Harpien, vier Harpien, drei, keine Ahnung. Mann, 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 Mann. Nee, muss ich sie runterlocken. Ich habe hier keine Chance, hier zu attackieren und ja, irgendwie auch die Steuerung hakt hier. Kommt ihr jetzt oder nicht? Was hast du jetzt vor? Er kommt von der anderen Seite, soll mir auch recht sein.
Also ich hoffe ja wirklich, es ist ja Gothic 2 für die Switch auch schon angekündigt, dass da das Steuerungsproblem besser gelöst ist, weil das ist ja wirklich frustrierend. So. Schluss mit euch. Und der dritte Fokus oder der vierte Fokus ist in unserem Besitz. Sehr schön. So, Diego, da hinten bist du. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Mach's gut. Gut, gut, gut. Dann... Ja, wir haben auch bald schon wieder den nächsten Levelaufstieg. Sehr schön. Nochmal hier so ein Tränkchen hinter die Binde kippen. Und dann davon eins. Und dann gehen wir auch gleich schnurstracks zur letzten Location, nämlich der Felsfestung oder Bergfestung. Und schön, wir haben das den Monsterschrumpf-Zauberspruch immer noch. Den werden wir später an einer anderen Stelle noch brauchen. Ich glaube, man kann ihn dann auch bei einem Magier kaufen, aber da möchte ich mich jetzt einfach nicht drauf verlassen. So. Wir müssen dazu in Richtung des Lager der Bruderschaft. Ich habe eine Sternschnuppe gesehen, ich wünsche mir jetzt was. Und zwar, dass der Gothic 2 Port besser von der Steuerung klappt. Ah, scheiße, jetzt habe ich es ausgesprochen. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht in Erfüllung. Ha, ha, ha. Könnten auch mal da hochgehen und Grimwald besuchen. Den habe ich übrigens... Ach, das machen wir später. Solange der Trank noch wirkt. Für die, die wissen, wer Grimwald ist, ich habe sehr spät rausgefunden, dass da oben einer versteckt ist. Ich glaube erst durch Jorgensons Let's Plays bin ich da drauf gekommen. Man denkt immer, man kennt ein Spiel in- und auswendig, nur weil man es ein paar Mal gespielt hat und dann... Findet man immer wieder Passagen, wo man denkt, ach, okay. So. Vom Eintrank trinken wir noch. Wir haben's ja. Gut. Muss ich jetzt hier schon hoch? Ich glaube. Aber wie war denn das jetzt nochmal? Das ist jetzt halt das Blöde, weil ich zuletzt Gothic 2 spielte und weiß, dass es hier auch zum Feuerdrachen hochgeht. Warte mal, da ist Orkfriedhof. Ne, wir müssen da schon hoch. Ach ne, das, was ich jetzt verwechsel, ist mit Hoshpak da die Anhöhung. Ne, wir sind schon richtig. Oh, das sind aber viele Warane hier. Da kommt mal her auf die Schlachtbank. Der gerade aus dem Boden raus, der rechts neben uns. Okay. So, hier hoch, genau. Ein Bluthund. Na komm her. Der nächste gleich. Gut.
Komm, du kommst auch noch zum Spielen. Jetzt muss ich aber auch eine andere Waffe anlegen, denn da hinten wartet noch eine kleine Überraschung auf uns. Nämlich eine massive Überraschung. Und Schwerter sind gegen den nutzlos. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich mit meiner Keule auch zurechtkomme. Nicht, dass ich jetzt noch einen Hammer brauche. Ja. Boah. Warum sind die Dinger eigentlich schon wieder geändert hier? So, deswegen. Genau, auf diesen Slot möchte ich das Schwert haben. So, und da ist der vierte von unseren Freunden. Der gute Lester. Na, magst du nicht mit uns sprechen? Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Jawohl. Dann gehen wir doch da mal hoch. Bist du noch hinter uns? Ja. Ach ja. Bin ein bisschen irritiert, dass hier nichts los ist, weil in Gothic 2 ist ja der Weg gepflastert mit Gegnern. So, dann kommt mal her, ihr Süßen. Nochmal speichern vorher. Also am besten ist es hier wirklich, wenn man die Harpien besiegt, indem man eine Ebene über ihnen steht. Weil sonst klappt es mit dem Fokus gar nicht. Okay, und wo ist Lester? Was ist eigentlich mit Lester? Hey! Wolltest du Verstärkung holen? Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Genau. Ah. Da ist doch noch eine. Wo bist du? Ach, du spielst mit Lester. Ja, gut.
Ich würde jetzt sagen, wir machen diese Festung hier in einem Stück. Wir beenden jetzt an dieser Stelle die Folge und ja, speichern hier das Ganze mal ab. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid morgen auch wieder am Start. Und ja, würde ich sagen, Servus, bis morgen.